Ja, hallo, liebe Magic-Gemeinde, hier ist euer Evil von den Miracle Keepers. Heute mal seit langem wieder mit einem Update-Video von X-Mage. Es hat sich ja einiges getan, also die Entwickler haben sich hier echt viele Gedanken gemacht, haben auch natürlich viel Feedback erhalten von den Usern, die bereits bei X-Mage spielen, und es werden wirklich immer mehr. Also ich muss sagen, irgendwann sollten dann auch alle verstehen, dass X-Mage weitaus besser ist als Cockatrice, aber jetzt hier nicht irgendein schlechter ausgespielt, nur es ist einfach wesentlich besser. Ja, es läuft auch sehr stabil schon, aber nicht, ich will jetzt nicht zu viel Lob um den Kopf werfen. In Wirklichkeit geht es mir jetzt eigentlich um die wesentlichen Updates, die X-Mage jetzt zu bieten hat. Sind ja ein paar dazugekommen und ich bin der Meinung, sehr interessante dazu. Und deswegen dachte ich mir auch, da drehe ich ein Video drum. Ja, also das erste ist hier gleich mal der Launcher. Der ist auf xmage.info runterzuladen. Er heißt X-Mage Launcher. Und man sieht schon von der Maske her, ich habe hier ein vollwertiges Selbst-Update-Programm, weil es checkt sofort die ganzen Versionen, die installiert sind, und update das, wenn ich das will, auch gleich wieder, damit ich auf dem neuesten Stand bin. Ich kann dann hier unten schön auswählen, eben, dass ich einen Client direkt launche, also nur rein auf den Server von denen gehe, die ihn zur Verfügung stellen, oder halt den Client und einen Server. So kann ich auch mal gegen eine künstliche Intelligenz spielen, also sprich gegen Computergegner, um eben Deck zu testen, so wie ich es euch schon mal bei einem kleinen Intro-Video gezeigt habe. Oder ich kann überhaupt nur einen Server starten, um eben auch zum Beispiel mit meinen Freunden mich genau nur auf einen Server zu treffen, und zwar auf den eigenen, damit man hier nicht instabil läuft oder irgendwas, weil es gibt immer wieder ein Problem mit dem Server, wie auch immer. Ja, ich werde jetzt da erstmal jetzt dann das X-Mage starten. Ich werde aber hier einen kurzen Brech machen müssen, denn durch diese Fensteröffnerei funktioniert das Ganze nicht so mit diesen Fraps, das ich hier benutze, um die Videos aufzunehmen. Das heißt, ich schalte dann wieder dazu, wenn ich im Spiel bin, und gehe auf die Änderungen ein. So, willkommen zurück. Ich habe mittlerweile das Spiel gestartet. Also ich habe hier natürlich einen Server gestartet, damit ich hier in Ruhe euch etwas vorstellen kann. Was ist überhaupt hier wirklich neu dazugekommen? Ich starte jetzt einfach mal ein ganz normales Match. Dann sieht man auch schon die grundlegende Änderung, und zwar gibt es hier rechts oben jetzt ein Passwortfeld und kann somit wirklich nur mit meinem abgemachten Date und Anführungszeichen ein Spiel spielen. Der kennt natürlich auch das Passwort und kann so in das Spiel einsteigen. Wurde von vielen Usern gewünscht, wurde auch beachtet. Also sprich, die Entwickler sind hier wirklich bemüht, auch auf die Wünsche jedes einzelnen Users einzugehen. Also gebt denen Feedback, vielleicht spendet ihr auch mal ein paar Euros. Denn sie machen hier wirklich tolle Arbeit für unsere Sucht, sage ich erstmal. Denn wir wollen ja alle spielen, und das am besten kostenfrei. Und es ist kostenfrei. Vielleicht kann der ein oder andere hier eine Belohnung starten. Würde mich jetzt freuen, weil es irgendwo anerkannt worden ist. Und freut mich natürlich auch für die Programmierer, denn sie haben sich sicher ein paar Bier dafür verdient. Oder sollen sich erstmal echte Karten kaufen. Na, Scherz beiseite. Gut, wie gesagt, hier die Passwortänderung ist mal ein wesentlicher Punkt. So, ich starte jetzt erstmal das Spiel, damit wir erstmal sehen, was hier neu ist. Ja, Entschuldigung, ein bisschen Frosch im Hals, bin auch ein bisschen heiser, also nicht wundern, wenn meine Stimme etwas anders klingt als sonst. Ja, was sehen wir? Und ihr seht sicherlich schon auf den ersten Blick, es ist im Prinzip hier ein Feld dazugekommen, wo es Buttons gibt, die sind auch anklickbar. Und wenn ich länger mit der Maus drüber bleibe, erscheint auch ein kleines Infofenster oder Infotext dazu. Ich kann jetzt immerhin schon bis zum Endstep meines Gegners skippen, also sprich mal alles bestätigen bis zum Endstep, um eben zum Beispiel ein Fetchland zu aktivieren. Wollen ja viele, oder vielleicht noch ein Burnspell wie Lightning Strike zu sprechen. Super Funktion. Ich glaube, ich gehe jetzt nicht auf alle einzeln ein. Ich kann hier aber auch, wie gesagt, mittlerweile mit einem Knopfdruck das Spiel aufgeben. Früher musste man hier Rechtsklick machen und dementsprechend das auswählen, wobei ich kann es hier natürlich auch noch so machen. Es ist sonst alles beim Alten, man kann mit den Tasten noch bestätigen, man kann aber auch hier über die Buttons
spielen und arbeiten. Und ich kann auch hier das komplette Match aufgeben. Das wussten auch viele nicht. Deswegen dachte ich mir, erwähne ich's erstmal. Dann muss ich nicht erstmal aufgeben, wieder sideboarden und dann wieder aufgeben. Ja, ich sage jetzt erstmal, ich tue hier nicht maligen, obwohl es eigentlich viel zu viele Länder sind. Und skippe jetzt erstmal bis zu meiner nächsten Runde. Also ich klicke hier richtig beim Button an. Man sieht das auch. So, was spielen wir hier aus? Ja, da werden wir erstmal Tempel spielen. Ich spiele jetzt hier kein langes Spiel, sondern ich gehe jetzt erstmal gleich mal bis zum Ende, sondern will euch nur die grundlegenden Funktionen hier zeigen, dass ihr seht, es geht auch, ja. So, jetzt ist Endturn, man sieht's, einmal muss man zwar dazwischen bestätigen, aber jetzt ist Endturn, jetzt könnte ich noch etwas machen. Drückt dann F2, damit ich wieder an der Reihe bin. Gut, ich spiele jetzt erstmal gleich das hier aus und gehe mit dem Sieger hier raus. Ich spiele halt meistens noch immer mit F4, es ist einfach Gewohnheit im Endeffekt. Ich kann aber auch zur Main Step direkt durch mit F7 direkt durch skippen. Das heißt, bin jetzt wieder dran und kann im Prinzip schon richtig super hier mein Ding machen. Gut, nachdem hier ich denke, dass ich gleich ein Heroes Downfall abkriege, werde ich erstmal attackieren. Und einen Trigger auslösen und drücke F4 erstmal, bis er dran ist. Oder sag überhaupt gleich bis zum Main Step wieder. Ja, ich bin schon wieder dran, er tut nichts, er hat nichts wahrscheinlich, oder? Ne, es ist zunächst der Main Runde, Entschuldigung. Das muss ich natürlich, der eine hat mich zerstört, das hätte er eigentlich vorher machen sollen. Man merkt, der Computergegner ist jetzt nicht gerade der Wifferste, aber es macht nichts. Da muss man auch die Entwickler ein bisschen entschuldigen. Wir brauchen ja nicht erwarten, dass sie uns hier einen Computergegner generieren. Aber immerhin können wir einfach von dem Spiel wirklich sagen, es ist echt toll programmiert und es wird auch schon immer stabiler und Leute kommen auch immer mehr drauf. Gut, ich concede jetzt das komplette Match, denn ich will euch ja die anderen Änderungen noch zeigen. Ja, mache jetzt erstmal kurz wieder einen Brech, trinke erstmal einen Schluck und bin gleich wieder bei euch. Was haben wir jetzt für grundlegende Änderungen? Wie gesagt, Passwort haben wir jetzt gehabt, die Buttons im Spiel, sonst ist vom Gameplay nicht viel anders. Man kann die Karten nach wie vor sortieren, man kann scrollen, um sie größer und kleiner zu machen und, es ist alles automatisiert. Ja, was haben wir dann? Was ganz Tolles, wir wissen ja, es gibt Ziel, es gibt Draft-Funktion als Tournament, also ich sag hier New Tournament und mittlerweile gibt es hier, ich habe es ja hier schon ausgewählt, Passwort ist natürlich auch wieder mit dabei, aber es gibt hier mittlerweile ein Constructed Swiss oder Elimination Modus. Also das heißt, ich kann mein kleines Constructed Turnier somit starten. Das heißt, zum Beispiel im Schweizer Modus ein Constructed Standard Turnier, eben zwei, also einer gegen einen, kann hier wieder freie Mulligans einstellen oder wie oft ich gewinnen muss. Sag hier 4 Spieler ist Minimum und lass jetzt erstmal die Decks so wie sie sind. Ich hoffe, es passt so. Ne, es passt jetzt nicht. Okay. Ich muss hier ja Matt eingeben und sag jetzt okay. Oder auch nicht. Na, Entschuldigung. Vorführeffekt. Ja, ich sollte erstmal ein Deck auswählen. So, wählen wir das hier aus. Habe ich erstmal einen falschen Computergegner gewählt. Auch recht. So, aber jetzt klappt's. Ja, ich starte jetzt hier quasi ein Tournament. Also ich kann hier mein Friday Night Magic auch mit meinen Freunden generieren oder auch mit den Spielern, die was online da sind. Und zeige jetzt nur erstmal, was passiert. Also ich gehe jetzt nicht mal das Gameplay hier ein, sondern ich concede hier gleich das komplette Match. So. Dann normalerweise in das Übersichtsfenster, genau, hier ist das Übersichtsfenster von unserem Tournament. Computerspieler 3 und 2 spielen noch. Ich habe verloren, habe keine Punkte bekommen. So sieht das Ganze hier aus. Und ich könnte hier das Tournament auch natürlich verlassen. Ja, ansonsten ist natürlich alles gleich. Wie gesagt, es ist nur eine kleine Möglichkeit, ein internes Turnierchen zu starten und zu spielen oder auch gegen andere Spieler
ein kleines Turnier zu spielen, so ein bisschen als andere Wertung. Werden sicherlich die ein oder anderen für kleine Gewinnspielchen nutzen, aber genug zu dem Thema. Ich will euch ja nur als Neuerungen hier ein bisschen bekannt geben. Ja, ich will jetzt auch noch mal an der Stelle, bevor ich jetzt hier weitermache, im Prinzip Danke sagen. Danke für die vielen Klicks hier auch aufgrund von den X-Match-Videos. Es scheint wirklich ein großes Interesse dran zu sein. Wir haben ja doch die ersten Videos, die haben schon etliche Klicks bekommen. Für unsere kleine Anzahl an Abonnenten muss ich sagen, Dankeschön an alle da draußen oder auch die, die noch nicht Abonnenten sind, aber vielleicht werdet ihr ja noch welche. Wie gesagt, wir brauchen euer Feedback, aber genauso, also wenn es irgendwo Verbesserungsvorschläge gibt oder ihr was unbedingt sehen möchtet, gerne, überhaupt kein Problem. Wir können auch Decks auf X-Match vorstellen, wir können Decks gegeneinander antreten lassen. Sagt einfach, was ihr sehen wollt und wir werden schauen, dass wir das Ganze in Bewegung setzen können. Gut, wie gesagt, so jetzt haben wir das Passwort, die Buttons im Spiel und das Tournament auf Constructed-Modus. Das heißt, ich kann hier auch meine kleinen Tournaments starten. Was gibt's dann noch Neues? Das ist hier, wenn ich New Match gehe, gibt es mittlerweile ein Commander und Dual Commander Match. Ich bin jetzt kein Commander-Experte und auch kein Dual Commander, also ich weiß jetzt nicht genau, wo da die Unterschiede liegen. Vielleicht testet ihr mal aus und schreibt mir es drunter. Ich will euch nur zeigen, dass es so funktioniert. Wenn man jetzt keine Commander-Decks wirklich vorbereitet hat, haben sich auch die Programmierer was einfallen lassen. Und zwar schaut einfach mal bei, das wissen auch viele, wenige sage ich jetzt mal, schaut einfach mal auf euren X-Match-Ordner, wo er installiert ist. Da gibt es unter Mage Client Sample Decks, gibt es vorgefertigte Decks, sowohl Intro-Decks, glaube ich, und vielleicht ein Standard-Deck, das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber es gibt auch Commander-Decks, die habe ich hier auch schon reingeladen. Startet erstmal das Spiel, dann könnt ihr sehen, wie das Ganze funktioniert. Aber es schaut im Prinzip ja alles gleich aus. Wie gesagt, außer dass wir hier mehr Karten natürlich haben, die Commander-Zone. Die weiß ich jetzt selber nicht. Ich meine, ich weiß zwar, dass es eine gibt. Ich sage jetzt erstmal, nein, ich mulligan nicht. Kann eh kein Land spielen. Gebe jetzt einfach mal ab. Was sich tut. So, Commander. Habe ich jetzt keinen gesehen. Oh je, ich kann nicht sprechen hier. Haha. Ja, jetzt muss ich irgendwas abwerfen. Ja, ich sag einfach was ab. Ich schaue mir jetzt die Karten noch gar nicht an. Ich will euch eigentlich nur kurz zeigen, ob sich da irgendwas anders abläuft. Ich habe es selber noch nicht angesehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich habe gerade ein bisschen Mana-Probleme. Halb so wild. Im Endeffekt hätte ich doch vielleicht maligen sollen. Aber irgendwo muss es ja an der Zone geben. So, jetzt kann ich aber. Super, ich kann es noch immer nicht. Er baut sich dabei schon schön auf mit Mana, wie es ausschaut. Gar nicht mal so schlecht. Jetzt muss er erstmal laden. Ja, aber ich will eigentlich das gar nicht so wirklich groß jetzt durchspielen. Im Endeffekt. Einfach mal das hier. Was mache ich da überhaupt? Okay. Ah, skippe einfach bis zu meiner Mainphase. Er muss erstmal auch überlegen. Er wird da sicherlich mehr überlegen, der gute Gegner. Vielleicht greift er jetzt eh mich an. Ja, aber egal. Ich wollte euch eigentlich nur im Prinzip die wesentlichsten Änderungen hier zeigen. War, dass es eben Commander mittlerweile gibt und dass es vorgefertigte Decks gibt, dass es ein Passwort gibt, dass man ein Tournament starten kann. Das sind auch grundlegend schon die Änderungen gewesen. Es freut mich auf alle Fälle immer für X-Match wirklich Videos machen zu können. Es ist einfach ein absolut tolles Game und sie haben es echt super programmiert. Also belohnt es auch ein bisschen. Seid ein bisschen geduldig, aber schreibt ihnen auf alle Fälle Feedback. Ihr könnt auch im MTG-Forum, da gibt es ein eigenes Topic,
Probleme oder irgendwelche Bugs bekannt geben. Dort ist regelmäßig ein Programmierer vertreten, der versucht, gerade so gravierende Fehler relativ schnell wieder einzubauen, damit diese funktionieren. Gut, Leute, das war's jetzt von meiner Seite her. Das war ein kleines Update-Video von XMatch. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ihr habt echt tolle Klicks auch immer bei den XMatch-Videos gehabt. Ich hoffe, das bleibt doch so. Lasst mal einen Daumen hier, schreibt uns, was ihr sehen wollt. Wie gesagt, habe ich mich eher schon dazu geäußert. Ja gut, Leute, das war's jetzt von meiner Seite her. Wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Mirabikons.